Grüße Sie. Das heutige Thema unserer Sendung ist das neutrale Schweden im Zweiten Weltkrieg. Die Schweden hatten nicht so viel Glück in den Kriegen des 19. Jahrhunderts. Im 18. lief es auch ziemlich bescheiden. Deswegen kann man sagen, dass bereits im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts sind die Schweden etwas abgekühlt diesbezüglich und haben sich dazu entschlossen, das Land eher im, wissen Sie, einen neutralen Zustand zu halten. Wissen Sie, das gelang ihnen größtenteils. Doch ein paar Versuche haben sie dann noch gestartet, die eher zum Anfang des 19. Jahrhunderts gezählt werden können. Dann aber war wirklich Ruhe da drüben. Sie verstanden, dass der Krieg ihnen nicht liegt. Also entschlossen sie sich, die Bemühungen mehr auf dem eigenen Land zu konzentrieren, um den Wohlstand zu steigern, den Wohlstand des eigenen Volkes zu erhöhen. Und wie ich schon sagte, bereits zu Zeiten des Oskar des Ersten ist das schon ganz gut gelaufen. Mit ihm fing in Schweden alles Gute an. Doch bereits im 20. Jahrhundert, besonders nachdem die Kriegshandlungen des Winterkrieges begannen, des Konfliktes zwischen Finnland und UdSSR der Jahre 1939-1940, in Schweden wurden derzeit zwei verschieden gerichtete politische Ströme organisiert. Eins davon versuchte den politischen Kurs des Landes in die Richtung der Verschärfung der Verhältnisse mit der UdSSR zu richten. Die andere Seite versuchte eher ein ausgewogenes, nennen wir es eher diplomatisches Verhältnis mit der UdSSR aufzubauen. Versuchten die ganze Situation nüchtern zu betrachten. In Schweden selbst, vor dem Hintergrund dieser Situation, laufen verschiedene Prozesse ab. Diese führen zu einer innenpolitischen Krise im Lande, was zum Rücktritt mehrerer Minister führt, unter anderem des Außenministers. Die Bevölkerung von Schweden, im Gegensatz zu ihren Politikern, wissen Sie, stellt sich auf die Seite Finnlands. Das Motto von damals in der schwedischen Gesellschaft lautete: Die Sache von Finnland ist unsere Sache. Zur Erinnerung: Von der 6 Millionen großen Bevölkerung Schwedens nahmen 12.000 am Winterkrieg auf der Seite Finnlands teil. Es waren ehemalige Militärdienstleistende der schwedischen Armee, aber ja, nicht nur ehemalige. Es waren dort auch aktive Militärdienstleistende der schwedischen Armee, die sich momentan im Urlaub befanden. Also dieses Know-how haben quasi die Schweden entwickelt. Sie hatten in vielen Sachen dort das erste Know-how entwickelt. Dabei behauptete die schwedische Regierung bei Anfragen des sowjetischen Außenministeriums bezüglich der Anwesenheit der schwedischen Militärdienstleistenden dort. Bei den Toten fand man schwedische Dokumente, auch Gefangene wurden genommen und so weiter. Deswegen, wissen Sie, hat die sowjetische Regierung über das Außenministerium in Schweden angefragt. Die schwedische Regierung bestand darauf, dass sie nichts mit diesen Menschen zu tun hat und dass Schweden als Land nicht zu den Konfliktparteien in diesem Krieg gehört. Die Menschen, die dort kämpfen, tun es auf eigenen Wunsch. Die schwedische Regierung und die schwedischen Streitkräfte tragen keine Verantwortung für diese Formationen. Überhaupt die innenpolitische und die außenpolitische Situation führte dazu, dass am 1. September 1939 Schweden die Neutralität verkündete, damit keine Fragen diesbezüglich mehr auftreten. Trotz allem muss man sagen, die Schweden haben sich im Großen und Ganzen an diese Deklaration gehalten. Zum Beispiel am 23. Februar 1940 haben die Finnen in Schweden die Erlaubnis angefragt, britisch-französische Truppen, die an dem Krieg teilnehmen sollten. Am 25. März des Jahres 1940 haben die Schweden dazu eine offizielle Absage erteilt, unter dem Vorwand der Neutralitätserklärung. Am 2. und später am 11. März 1940 hatten zuerst Großbritannien und später auch Frankreich in Schweden um die Erlaubnis gefragt, ihre Truppen auf finnisches Territorium über Schweden bringen zu dürfen. Auch hierzu hat Schweden Absagen erteilt. Zweifelsfrei hat hier Schweden einen großen Einfluss ausgeübt, das kann man so sagen, auf den weiteren Verlauf der Weltgeschichte. Ich denke, das ist tatsächlich sehr wichtig.
Überhaupt, ich denke, eine der wichtigsten Auswirkungen der schwedischen Neutralität machte sich besonders während des Zweiten Weltkriegs bemerkbar. Die Schweden verminen direkt, nachdem die Deutschen Dänemark besetzen, ihre Meereszugänge. Dort lassen sie die deutschen Schiffe nicht rein, aber auch die finnischen. Das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Gut, viele werden mich an den deutschen Transit der Waren erinnern durch Schweden. Aber wissen Sie, diesen Transit gab es wirklich, ganz konkret am 25. Juni 1941 zum Beispiel, wurde eine deutsche Infanteriedivision durch Schweden nach Finnland transportiert. Doch viele Historiker denken, dass es sich strategisch nicht ausgewirkt hatte auf den Verlauf der Kampfhandlungen. Schweden hat im Gegensatz zu der Schweiz den Deutschen einen ständigen Transit der Kampfverbände untersagt. Besonders den Transport von Waffen und schweren Waffen, das gab es tatsächlich. Wie ich schon sagte, nach dem 11. April 1940, nach der Besetzung Dänemarks, wird in Schweden eine Mobilmachung ausgerufen. Die Reservisten werden wieder aktiviert. Und die Zahl der Militärdienstleistenden erreicht 320.000 Mann. Am 13. April 1940 erklärt die UdSSR ihr Interesse an der Neutralität Schwedens. Es gibt da noch eine Sache, wie ich schon sagte, dass im Verlauf des Zweiten Weltkriegs Schweden ihr Gewässer verminte. Die Flotte der Achsenmächte konnten im schwedischen Gewässer nicht frei agieren wegen dieser Minen. Auf diese schwedischen Minen sind unter anderem das deutsche Minenschiff Hansestadt Danzig gefahren. Das ist das Minenschiff, das als erstes in die Bucht von Kopenhagen eingefahren ist und beim Königsschloss anlegte. Noch eine interessante Tatsache war, dass Schweden im Laufe des Zweiten Weltkrieges den Vermittler gespielt hat zwischen den Achsenmächten und den Alliierten. Also irgendwelche diplomatischen Fragen wurden auf diese Weise geklärt. Natürlich hatte Schweden auch Verluste zu beklagen. An der Stelle möchte ich die offiziellen Verlustzahlen Schwedens im Zweiten Weltkrieg verkünden. Das waren 851 Mann. Davon waren 250 beim Militär. Die restlichen waren alles Zivilisten. Diese entstanden durch auf Minen gefahrenen Schiffe, aber auch durch Bombenangriffe, die es auch gab, periodisch, die es auch Zivilisten traf. Die Schweden, die auf der Seite von Finnland kämpften oder auch auf der Seite der Deutschen zum Beispiel bei der SS, sie sind nicht in diese Verlustzahlen eingeschlossen. Sie wurden zu den Verlusten Deutschlands oder Finnlands gezählt. Ebenfalls beim Gespräch über Schweden möchte ich die Alexandra Kollontai erwähnen. Sie war die Botschafterin in Schweden von 1930 bis 1945. Dabei erreichte sie zweifelsfrei sehr viel. Dank ihrem Beitrag wurde der Vertrag über den Austritt Finnlands aus den Achsenmächten abgeschlossen. Das haben die US-Amerikaner bereits 1941 versucht zu erreichen, mit viel besseren für die Finnen Bedingungen. Doch Finnland hat den USA damals in einer scharfen Form eine Absage erteilt. Im Zusammenhang mit Schweden möchte ich noch eine Frau erwähnen, die praktisch jeder kennen müsste. Das ist die Autorin des berühmten Carlsson vom Dach und Pippi Langstrumpf, die Autorin Astrid Lindgren. Wissen Sie, bei mir und vielen Vertretern meiner Generation assoziierte sich Schweden in der Jugendzeit nicht mit IKEA oder ihren Fleischbällchen. Das ist jetzt keine Werbung. Und wenn das jetzt für Werbung gehalten wird, sollte doch IKEA mal was vorbeibringen, oder? Also, wir dachten als erstes an den Carlsson, die Trickfilme,
In etwa so. Das war es, was unsere Generation und ich mit Schweden in Verbindung brachten. Aber all diese Figuren wurden eben im Zweiten Weltkrieg geboren. Aus Astrid Lindgren kennen die Menschen meiner Generation, wenn wir etwas abschweifen in dieser Sendung, noch den berühmten schwedischen Eishockeyspieler Tumba Johansson. Wissen Sie, es war für uns damals lustig, dass ein Mensch Tumba hieß, wenn wir ganz ehrlich sind jetzt. Aber es war natürlich ein würdiger Mann, muss ich anmerken. Er gründete einen Fonds zur Unterstützung der Sportlerveteranen. Das Tumba-Stipendium, dank diesem Fonds, konnte seinerzeit der legendäre sowjetische Fußballspieler Lev Yashin operiert werden. Tumba Johansson starb am 1. Oktober 2011. Ich als Anhänger von Eishockey muss sagen, Tumba Johansson, wir denken an dich, respektieren dich. Ruhe in Frieden. Wir kehren nochmal zu Astrid Lindgren zurück. Wie ich schon sagte, hat sie während des Krieges angefangen zu schreiben. Die sogenannten Kriegstagebücher. Ab dem 1. September 1939. Das sind 18 dicke Hefte. Diese wurden vor kurzem veröffentlicht. Ich sage es Ihnen ehrlich. Sehr vieles in diesen Heften ist für uns stark beleidigend, wenn man ehrlich ist. Doch das ist die Wahrheit des Lebens. Doch diese Tagebücher sagen sehr viel aus. Sie zeigen das Verhältnis der Schweden und der schwedischen Gesellschaft zu dem Weltgeschehen, darunter auch zur Sowjetunion. Hier ein paar Fragmente aus den Tagebüchern der berühmten Schriftstellerin Astrid Lindgren. Ein geschwächtes Deutschland bedeutet für uns Schweden nur eines. Die Russen werden uns im Nacken sitzen. Wenn es darauf ankommt, will ich lieber den Rest meines Lebens Heil Hitler schreien, als hier in Schweden die Russen zu haben. Ich kann mir nichts Widerwärtigeres vorstellen. 18. Juni 1940. Weiter im Text berichtet sie von einer Finnin, die der Astrid über gekreuzigte finnische Kinder und von Russen vergewaltigte finnische Frauen berichtet. Und noch über weitere Schrecken, die sie den Russen zuschreibt. Am Ende schreibt Lindgren, Gott, mache bitte, dass die Russen nicht hierher kommen. Doch die Weltanschauung von Astrid Lindgren ändert sich komplett. Die Sache ist die, den Beginn des Zweiten Weltkrieges erlebt sie als eine einfache Hausfrau. Doch bereits ein wenig später bekommt sie eine Anstellung im schwedischen Generalstab, in der Zensurabteilung. Dort lernt sie die gesamte Situation an den Fronten lernen. Dort erfährt sie von den Verbrechen der Wehrmacht und der SS. Dort hat sie über Hattin erfahren. Man muss auch anmerken, dass sie dort auch über Katyn erfahren hat. Sogar etwas früher. Diese ganze Information beeinflusst ihre Weltanschauung in Bezug auf die Russen und auch in Bezug auf die Deutschen. Die Deutschen erscheinen ihr nicht mehr als so feine Jungs. Ehrlich gesagt waren sie ihr auch früher schon nicht ganz angenehm. Doch die Russen waren früher noch unangenehmer für sie als die Deutschen. Im Übrigen kann sich jeder dieser Memoiren im Internet besorgen und sie selbst mal durchlesen. Sie sind in Deutsch und noch etwas vollständiger in die englische Sprache übersetzt worden. Ein interessantes Detail aus dem Leben von Astrid Lindgren im Alter von 33 Jahren in ihren Tagebüchern ist das folgende Detail beschrieben. In etwa von 1942 bis 1945 hat sie ein schwieriges Verhältnis mit ihrem Ehemann, mit dem Zweiten. Zu der Zeit leben sie getrennt. Also wissen Sie, sie ist eine junge Frau in ihren besten Jahren. Überall sind schwedische Militärs, jung und hübsch. Es wäre seltsam anzunehmen, dass sie keine neue, sagen wir, Freunde gewann. Sehen Sie, ich achte auf meine Wortwahl. Also, hatte sie eine Freundschaft geführt mit einem Oberst des schwedischen Generalstabs. Und im Laufe ihrer freundschaftlichen Gespräche hat der Oberst Astrid die folgende Geschichte berichtet. In den Tiefen des schwedischen Generalstabes wurde das folgende Geheimprojekt entwickelt. Für das Patrouillieren von sümpfigen und schwer zugänglichen Gebieten sollte eine besondere fliegende Abteilung erschaffen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also Soldaten sollten eine Art Propeller angeschnallt bekommen und auf diese Weise brummend sollten sie das Terrain überfliegen und patrouillieren. So hat der schwedische Generalstab gedacht. Solche Ideen hatten diese Menschen.
den Holländern mit ihren Skiern und Schlittschuhen weit voraus. Diese Geschichte, wissen Sie, erschien der Astrid Lindgren sehr originell. Da kam Astrid die Idee zum Carlsen vom Dach in den Kopf. Doch verwirklicht wurde sie erst nach dem Krieg im Jahre 1955. Aber Pippi Langstrumpf hat sie noch 1944 geschrieben. Ihre Tochter war krank, davon schrieb sie in den Tagebüchern. Um sie aufzumuntern, hat sie dieses Märchen über das starke Mädchen geschrieben. Was die Bewaffnung von Schweden betrifft. Wie Sie sehen, hatten sie eine Auswahl. Sie sehen hier die Standardauswahl der schwedischen Armee der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Das ist natürlich das Gewehr des Mauser-Systems des schwedischen Konzerns Husqvarna. Die technischen Daten dieser Waffe stimmen überein, bis auf das Kaliber, mit den technischen Daten des gleichen Modells von Mauser. Hier haben wir ein Modell von Automatgewehr M42. Des Selbstladegewehrs der schwedischen Armee. Später wurde die Lizenz zu ihrer Herstellung an die Arabische Republik Ägypten verkauft. Dort wurde das Sturmgewehr Rashid daraus. Die Maschinenpistole des Suomi-Systems aus der schwedischen Herstellung. Dieses hat die entsprechenden technischen Daten wie auch das finnische Vorbild. Das Bar-MG-Modell 1935, hergestellt von Carl Gustav 1941. Dieses stand im Dienste des schwedischen Heeres bis zu den 1960er Jahren. Und natürlich das Kurzbrute Brownings-MG. Dieses Kurzbrute stand im Dienste des schwedischen Heeres bis in die 1970er Jahre. Auf den Fotos sieht man es sogar bei den schwedischen UN-Friedenstruppen, die sich bei dem Konflikt auf Zypern befanden. Von den kurzläufigen Waffen hatten die Schweden von dem Konzern Husqvarna die finnische Lahti L35 Polarversion. Die Husqvarna M40. Dieses stand im Dienste der schwedischen Armee. Es ist extra so groß ausgeführt worden, damit man es bequem in dicken Handschuhen bedienen kann. Und das Husqvarna ist auch ein Browning-Modell von 1903, das in der Welt gut bekannte Modell. Das war die Hauptbewaffnung der schwedischen Armee. Außer der Bewaffnung wollte ich noch das folgende Detail aus der schwedischen Geschichte im Zweiten Weltkrieg erwähnen, nämlich dessen Lieferungen. Lieferungen, die Schweden in das Dritte Reich ausgeführt hat, sind sehr weit bekannt und enthalten keine Geheimnisse. Doch wissen Sie, außer dem Dritten Reich hat Schweden seine, sagen wir, Produktion der technischen Art auch nach UdSSR geliefert. Darüber gibt es Informationen in den Memoiren der Diplomatiearbeiter der Periode im sowjetischen Konsulat. Nach UdSSR wurde von Schweden Manganerz geliefert, Maschinenausrüstung und Werkzeuge. Die Flugzeuge wurden direkt aus Moskau geschickt. Die Landung erfolgte in Schweden auf weit entfernten Landeplätzen. Damit die Deutschen das nicht sehen, die Deutschen beobachteten diese Lieferungen mit Eifersucht. Die Schweden haben die in den sowjetischen Flugzeugen enthaltenen Platin- und Goldbarrenladungen entgegengenommen. So lief die Bezahlung der Schweden ab in Platin- und Goldbarren. Dafür wurden entweder Werkzeuge für die sowjetische Luftfahrtindustrie oder bestimmte Produktionsmaschinen verladen. Das Ganze wurde mit Transportflugzeugen transportiert. Zusätzlich hat Schweden der UdSSR Kredite gewährt für den Kauf bestimmter Güter. Ebenfalls ist Schweden das letzte Land im Jahre 1942, über das eine Lieferung nach UdSSR aus Deutschland erfolgte. Diese wurde von der UdSSR bereits im Jahre 1939 bezahlt.
Das Schema war wie folgt. Eine schwedische Firma schloss einen Vertrag ab mit einer sowjetischen Einkauffirma. Über diese schwedische Firma wurde in Deutschland eine Bestellung getätigt. Das geschah noch vor dem Krieg. Es wurden Maschinen bestellt oder Ausrüstung für Wasserkraftwerke, die 1942 geliefert wurden. Deswegen haben die Deutschen eigentlich die Bestellung der schwedischen Firma ausgeführt. Deswegen gab es einen Warenstrom aus Deutschland nach UdSSR über Schweden bis 1942. So seltsam es auch klingen mag, es war also eine ganz normale Vorgehensweise. Das schwedisch-sowjetische Verhältnis nach dem Zweiten Weltkrieg war ziemlich sanft. Zum heutigen Tag kennen wir dieses Land am besten durch die Märchen von Astrid Lindgren und durch die Vertreter des Landes, die Eishockey spielen. Danke für eure Aufmerksamkeit, Freunde. Wenn ihr noch mehr interessantes Geschichtsmaterial möchtet, könnt ihr mich mit einem Daumen hoch unterstützen. Das kostet nichts. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mich finanziell zu unterstützen durch eine Kanalmitgliedschaft, eine Spende oder einen Kauf von Sachen im Wassershop. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Vielen Dank und tschüss.